Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Wir gehen jetzt in das nächste Kapitel und das nächste Kapitel ist Kapitel 5 und heißt Transalade-Bildschirm. Okay. Nein, wir werden wahrscheinlich gleich wissen, wie das Kapitel heißt, und zwar Innere Tiefen. Ich kann die jederzeit ändern, die Schwierigkeit, das ist gut zu wissen. Da will okay. Ich jemand unbedingt einweisen. Ja, gut, das kann man jetzt so. Ich muss bestimmt durch diese Tür, die wurde mir so provokativ gezeigt, aber. Was ist denn hier? Ja, wir machen die natürlich direkt auf, anstatt erstmal zu gucken, was hier abgeht. Natürlich. Da ist ein Tode. Ein Toter, eine Tode, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen erstmal alles. Okay, oder wir nehmen doch nicht alles. Kann ich hier nochmal ein bisschen nachladen irgendwie? Ich höre etwas in weiter Ferne. Wahnsinn. Okay, manche Türen sind zu. Hä? Hä? Wo ist das Ding hin? Ich dachte gerade, die Tür ist auf. Ich gehe. Einfach mal weiter. Ich habe. Ah, da ist ein Spiegel. Geil. Ein Spiegel. In eine andere Welt. Und wieder so ein schwarzes Buch. Was ist das denn? Ach, explosiv. Sah komisch aus. Was haben wir denn hier? Tagebuch von Sebastian Castellanos. März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ich dachte, hier kommt wieder irgendwas anderes an, aber es ist nur der Spiegel, der natürlich kaputt geht. So. Oh, ich bin so hell gewesen. Substanziell für mich am Arsch. Substanziell für mich am Arsch, ne? Wo soll ich denn jetzt lang? Give me Infos. Kann ich jetzt hier eigentlich durch die Türen? Nein, immer noch nicht, alles klar. Dann gehen wir einfach mal hier lang und ich werde mal hoffen. Ach, guck mal, da ist er wieder hier. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ist das so? Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ja, hey, das ist doch schön. Finde ich. So, ach, hallo? Geht einfach weg. Ich kann hier nicht schreiben. Es geht nicht. Hier entlang, bitte. Okay. Na klar, süße Maus. Ich komme dem einfach hinterher. Naja, ich bin hinter dir. Keine Panik. Ich weiß zwar nicht, wo du mich hinbringst, aber ich denke. Wo führen Sie mich hin? Ich kann dir vertrauen. Sie reden wohl nicht viel. Anscheinend nicht. Darf ich mich hier umgucken oder muss ich dir folgen? Hier ist ja auch noch was. Was denn hier? Aha, mhm. Aber hier lag nichts. Ich habe jetzt zumindest nichts gesehen. Dann gehen wir ja einfach mal hinterher. Ich komme ja schon. Detective Castellanos? Okay, jetzt. Haben Sie so einen Schlüssel? Ja. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Okay. Aha. Interessant. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten.
Aha, mit solchen Schlüsseln kriege ich also irgendwas Tolles. Naja, ich mache mal einfach die auf. Drei Explosivpfeile, von denen ich leider nicht alle nutzen kann, alles klar. Je mehr Schlüssel, desto besser mag es dann wohl auch sein, würde ich mal vermuten. Kann ich auch hier lang? Darf ich hier einfach lang? So, ich weiß ja nicht. Nein. Okay, anscheinend nicht. So, jetzt würde ich aber gerne noch ein bisschen Gehirnmasse loswerden. Ach, hier kann ich speichern, toll. Kann ich die denn nochmal loswerden? Nee, alles nee. Ausrüsten, benutzen, Schnellzugriff, Informationen. Ich habe so viel Gehirnmasse am Start. Ich würde die auch gerne loswerden. Hier ist wahrscheinlich... Okay, ist nicht abgesperrt, ich dachte. Ich habe doch schon mal irgendwo was mit der komischen Gehirnmasse gemacht. Wo waren das nochmal? War das vielleicht hier? Ja. Da kann ich Gehirnmasse einsetzen. So, Lebensenergie steigert das Maximum. Benötigt 2000. Maximale Sprintdauer. 3 Sekunden dazu. Geil. Mit erhöhter Ausdauer, was können wir denn noch machen? Waffen. Schadensmultiplikator. Brauchen ganz schön. Ey, wir haben gar nicht so viel. Ich dachte, wir haben mega. Ach so, ah, wir können uns das kaufen. Okay. Kaliber 45. Bolk. Was will ich mir denn holen? Spritzenwirkung. Nahkampfschaden. Ist das Nahkampfschaden? Ist das gut? Ist das nicht gut? Ich weiß es nicht. Wir kaufen das einfach. So. Maximale Sprintdauer. Ich denke, das kann man mal durchaus nehmen. Lebensenergie ist auch nicht schlecht. Okay, dann haben wir erstmal das, ja? Das, ach so, müssen wir die... alle einzeln? Super. Geht die Reichweite hoch? Ist eigentlich okay. Schadensmultiplikator, finde ich, ist eine feine Sache. Nehmen wir Feuerrate. Ist auch eine gute Sache. Nehme ich auch gerne. Nachladegeschwindigkeit. Ja, geht. Magazinkapazität. Das nehme ich auf jeden Fall. Genauigkeit. Was? 5 Grad? 5%? Was wollt ihr von mir? Nehme ich aber. Kostet nur 500. Ist okay. Kritisch. Nehmen wir auch rum. Hau mal raus, den Scheiß. Schadensmultiplikator. Ich möchte gerne ein größeres Magazin, ne? Und Nachladegeschwindigkeit. Okay. Hier kann ich noch was kaufen. Ja, was machen wir jetzt noch? Das ist schon zu teuer. Guck mal. Granaten. Mehr Granaten mit dem brauche ich eigentlich nicht. Benutze ich nicht hofft. Ich benutze sie nicht sehr hofft. Hier geht nichts. Jetzt will ich aber auch alles loswerden. Jetzt habe ich mal Gehirnmasse, du dann. Können wir es aber auch raushauen. Die Genauigkeit können wir noch ein bisschen hoch machen. Machen wir das doch. Dann haben wir noch 400 Gehirn. Ist nicht mehr so viel. Ein bisschen Gehirn geht halt immer verloren, ne? Bei gewissen Dingen. So, alles klar. Da sind wir hier fertig und dann können wir wieder zurück. So. Na dann. Das würde ja bedeuten, wir haben jetzt 7 Schuss. Wusste ich doch. Steht denn da? Habe ich das gerade übersehen oder bin ich jetzt woanders? Ach nee. He's watching. We can't leave. Ich bin ja aber nicht im Dschungelcamp. Wer guckt denn zu? Ich glaube, hier darf ich nicht rein, ne? Nein. Okay. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendetwas Schlimmes passiert. Dass hier irgendeiner... Wer hustet denn da? Hör mal auf damit. Dass hier gleich... Irgendeiner ist hier. Egal, dass hier irgendeiner irgendwo gleich rausgesprungen kommt. Was bist du für einer? Bist du ein Mensch? Bist du so ein... Das Spiel ist sehr verwirrend. Ein bisschen strange. Aber anscheinend ist das alles hier gerade nicht echt, oder? Ich
Will mich darauf aber nicht verlassen, ey, weil sonst, weißt du, denkst du, ach, ja, du kann ja was passieren, alles gut. Und dann bist du in so einer Situation und zack, am Arsch ist alles gut, ne? Na, man muss da Vorsicht walten lassen. Ein etwas größeres Zimmer kommt, da ist eine Krone, kann ich, ach nee, dann, Krone. Sieht aber aus ein bisschen wie eine Krone. Eine Krone. Kann ich das nicht ausmachen? Das wäre so toll. Das ist hier so hell. Ich lasse mal lieber das Licht an. Ich höre was. Ich würde echt gern wissen, wo dieses eine Ding hergekommen ist. Strange. Okay, da... Ich hoffe, da kann mir nichts passieren, weil da ist ja zu. Hier ist auf. Ich höre was. Ich will da am liebsten gar nicht gucken. Ich will da auch am liebsten gar nicht rein. Es ist so dunkel. Es ist so verdammt dunkel. Okay. Ich glaube, da kommt gleich was. Ich glaube, da kommt was. Ja. Kommt da was oder kommt da nichts? Ich bin bereit, falls etwas kommt. Ich weiß aber auch nicht von wo. Falls was kommen sollte, natürlich. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Da nicht. Da aber auch nicht, hä? Oh, 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 da steht er, der Bursche. Hä? Hä? Was ist das? Ich höre voll die Schritte. Oh, nö, oder? Das ist so ein unsichtbarer Motherfucker. Kleiner Pisser, bist du tot? Ja. Alter. Ja, man muss hier echt ganz genau drauf hören, ob hier sich irgendwas bewegt oder... Man sieht die zwar so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen, aber man sieht da echt nichts, ey. Also. Was ist denn jetzt das? Also diese Türen, ne? Diese verschissenen Türen, ey. Die ist nur wieder zugegangen, oder? Ich. Nee, Moment, die war auf. Welche Tür ist hier bitte gerade zugegangen? Oder ist hier die aufgegangen? Ich hab keine Ahnung. Ich denke mal, die ist eher aufgegangen, weil ich glaube, die war gerade zu. Hä? What the fuck? Was ist hier los, ey? Lacht hier auf einmal... Ich meine, eine Frau? Ein Kind? Könnte eine Frau oder ein Kind sein? Wahrscheinlich eine Frau, aber... Alter. Hier ist was. Ich glaube, hier ist was. Oder? Ich will nicht weitergehen. Ich glaube, hier ist was drinne. Oder waren das meine eigenen Schritte? Das kann natürlich durchaus sein. Ist da was oder ist da nichts? Ich bin mir jetzt... Ne, ich glaube, da ist nichts. Scheiße. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Licht, ich will auch kein Licht ausmachen, das wird uns zu dunkel, dann sehe ich erst recht nichts und ihr sowieso nicht. Da ist ein großes Gehirnfass, das nehmen wir mal mit. Okay. Okay.
Hier ist ein großes Loch drin und das soll... Sieht aus, als müsste ich nach unten. Na klar, müssen wir nach unten. Wäre auch blöd, wenn wir nach oben müssten. Sollte sich ein Architekt angucken, unbedingt. So, ich soll jetzt da runter springen. Schon klar. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich habe ja keine Wahl. Ratten. Ich hoffe, das sind keine Killerratten und die töten mich nicht. Das wäre sehr gemein von diesen Viechern. Ach, wir haben volle Munition. What the fuck? Hä? Ach, da siehst du doch, dass das hier mit dem Schießen voll der Quatsch ist, ja, ohne Scheiß. Ich habe doch zweimal voll getroffen und so. Hallo? Keiner da. Oder? Scheißratte, ey. Ich glaube, hier ist irgendwas. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendetwas ist. Ist da jetzt was oder nicht? Scheißratte, ey. Kann ich die nicht irgendwie kaputt hauen, die Ratte? Also zumindest die Figur auf der Ratte. Die Ratte ist mir egal. Ja, ich gucke erstmal kurz hier und dann werden wir schauen, ob wir da was machen können. Nee. Wir hauen das einmal kurz kaputt, weil es ist besser. Nicht grundlose Munition verschwenden. So. Und noch ein Schlüssel. Ich habe sogar einen übersehen, weil ich hatte ja irgendwo noch eine Statue, die konnte ich aber nicht kaputt machen. So, na dann, gehen wir hier durch. So. Wenigstens ein bisschen hell. Guck mal, wir könnten die Partikel heller machen, oder auch nicht. Und da wir hier an einem Kontrollpunkt sind, ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, ihr seid natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein, Leute.